Ja, liebe Leute, wir leben in bewegten Zeiten in Deutschland und alle sind vorm Internet, alle sind zu Hause. Mensch, lasst euch die Laune nicht verderben, das Wetter ist viel zu schön, um nicht rauszugehen. Mich hält kein Hashtag zu Hause, allerdings heute halte ich mich mal zu Hause und möchte euch ein Produkt vorstellen. Ich musste es leider bei Amazon bestellen, weil es der Fachhandel nicht mehr hatte oder der Fachhandel auch gerade nicht hergeben kann, weil der Fachhandel nun mal zu hat. Und heute geht es um ein Stativ und zwar um das Sirui AM223EU. Ihr seht schon an der Box, es muss ein winzig kleines Stativ sein. Ich musste es über Amazon bestellen, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Preis aktuell 130 Euro. Aktuell schwanken die Preise ja aufgrund einer Grippewelle sehr deutlich. Die Lieferzeiten schwanken sehr deutlich. Bei mir stand irgendwie 25 Tage Lieferzeit, allerdings kam es nach 48 Stunden bei mir trotzdem an. Also dem Ganzen ist nicht unbedingt immer zu trauen. Ausgepackt sieht das Ganze dann so aus. Ihr habt hier diesen kleinen Beutel dabei. Könnten euch sogar wahrscheinlich, boah nee, über die Schulter kriegt ihr nicht so mit beiden Ärmeln drüber. Aber ihr habt ein Beutelchen dabei, dann packe ich das Stativ mal für euch aus, da ist es schon mal. Und mit dabei habt ihr eine Gebrauchsanleitung, übrigens gibt es 6 Jahre Garantie. Dazu habt ihr hier das Werkzeug und 3 Edelstahl-Spikes, die könnt ihr dann unten dran machen, falls ihr das Stativ irgendwie fest in den Rasen stellen müsst. Ja, wieso dieses hier und kein anderes? Ich bin ein sehr großer Sirui-Fan. Die Produkte haben mich schon immer umgehauen. Die Verarbeitungsqualität, die Art und Weise, wie die Produkte laufen, ob es jetzt der Kugelkopf ist, ist alles wirklich sehr robust, sehr soft, sehr präzise. Die meisten Kamerataschen müssten groß genug sein, um dieses Stativ hier zu beherbergen. Ja, ihr könnt es auch einfach so in den Rucksack reinpacken oder vielleicht mit der Frau mitgeben. Ich glaube, dieses Stativ ist für keine Person zu schwer. Wiegt nämlich nur 530 Gramm. Ja, wenn ihr die Beine auseinander klappt, könnt ihr bis zu 15 Kilo Kameraequipment auf dieses Stativ laden. Der Kugelkopf hält allerdings nur 10 Kilogramm aus. Also nicht, dass ihr dann auf die Idee kommt, ihr macht dann 800 mm Objektiv drauf mit Kamera XY und versucht da irgendwie dann das Ganze zu schwenken, so leicht wird es nicht sein. Allerdings, wenn ihr das Stativ einfach nur auf den Boden stellt, vielleicht mit breiten Beinen, damit der Schwerpunkt gut in der Mitte gelagert ist, dann kriegt ihr vielleicht sogar auch so ein 600 mm Objektiv da drauf. Ja, der Kugelkopf ist sehr gut verarbeitet. Ihr habt ja an der Seite diesen kleinen Drehknopf, den schiebt ihr mal nach auf und dann könnt ihr quasi diesen Kugelkopf schön drehen und zwar gerade genau. An der Seite habt ihr den großen Schalter, damit ihr den Kugelkopf neigen könnt. Der geht auch im extremsten Fall 90 Grad in die Horizontale, damit ihr quasi die Kamera nach oben oder nach unten richten könnt. Nach unten macht in dem Fall nicht ganz so viel Sinn, weil die Beine im Weg sind. Zumindest gehe ich davon aus, in den meisten Fällen. Das Einzige, was ich am Kugelkopf nicht so gut finde, ist, dass die Platte recht klein ist. Allerdings habt ihr an der Seite noch diesen roten Mechanismus. Damit könnt ihr dann quasi die Plattform versehentlichen, lösen, schützen und damit natürlich auch euer Equipment. Ja, wobei kommt dieses Stativ zum Einsatz? Natürlich hier von zu Hause, wenn ich euch solche kleinen Interviews gebe wie jetzt oder eben Tutorials. Dann möchte ich mich ja selber aufnehmen und dann ist ganz gut, wenn die Kamera direkt vor mir ist und vielleicht mehr auf Augenhöhe und nicht so nach unten, wie sie jetzt ist. Die aktuelle Kamera steht auf dem iFootage-Stativ, was eigentlich ein Monopod ist und quasi der Fuß des Monopods ist. Den könnt ihr jetzt auch separat kaufen, falls es jemanden interessiert. Allerdings ist der mir ein Ticken zu klein, aber dafür ultra stabil. Ja, und natürlich, wenn ich unterwegs bin, ideal zum Reisen. 530 Gramm, nicht die Welt, passt in jeden Rucksack rein und ideal auch für Zeitraffer in Bodennähe. Eingesetzt wird dieses Stativ mit meinen zwei Hauptkameras, meiner Canon EOS R, mit der ich gerade auch aufnehme, und natürlich meiner Sony Alpha 7 III. Dieses kleine Stativ erfüllt natürlich seinen Zweck. Ihr könnt natürlich auch die Beine auseinanderklappen. Deshalb auch volle Punktzahl, trotz des kleinen Ballheads hier mit dieser zu kleinen Platte,
für meine Zwecke zumindest. Denkt daran, dass ihr immer eine kleine Münze bei euch habt, damit ihr oben die Schraube in euer Kameragewinde reinschrauben könnt. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen Videokopf auf dieses Stativ schrauben. Auch sehr interessant, diesen hier verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Falls ihr eure Erfahrungsberichte mit diesem Stativ schon gemacht habt, würde ich mich natürlich über euer Kommentar sehr freuen. Habt ihr vielleicht eine Alternative, die ich übersehen habe? Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Es geht mir jetzt in der Hinsicht eher um kleine Stative und keine 2-Meter-Stative. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt wachsam, informiert euch. Ihr habt jetzt jede Menge Zeit zu Hause, mal über den Tellerrand zu schauen. Ihr bekommt ja immer die neuesten News auch bei mir auf Instagram. In dem Sinne, haltet die Ohren steif und bis ganz bald. Liebe Grüße aus Frankfurt.